Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Lab Trainingraum. Ja, meine Stimme klingt nicht so gut. Ich bin angekränkelt und wir versuchen uns jetzt mal an die Märkte heran und sehen, dass wir heute wieder mit einem Gap eröffnet haben, 15.250. Und das bedeutet hier das Gap. Und wir haben ja, wie schon in den letzten Tagen, sehr viele Kurslücken gehabt, die noch nicht alle geschlossen sind. Da muss sich der DAX noch abarbeiten. Ja, wo platzieren wir die Big Number? Wir können sie bei 15,2 platzieren, können auch nachher auf 15,3 oben schwenken. Das weiß ich endlich nicht. Ich werde sie jetzt erstmal auf dieses Niveau hier platzieren. Das Risiko, was da steht, stimmt natürlich nicht, sondern wir gehen auf 0,07. 0,07 und ich platziere das Ganze so. Falls der Markt nach oben möchte, gehen wir natürlich, und wir sehen jetzt schon 10 Punkte höher, gehen wir auf die 15.300er Marke. So, wir machen das Bild mal ein bisschen kleiner hier. Und wir sind hier an dem rechten Chart auf einen Volabox-Chart. Wir gehen natürlich wie immer, wie gewohnt, in so einen Bluebox-Chart rein. Zwei. So ist es aktuell. Haben wir hier die Big Number. Wir schauen einmal auf den gestrigen Tag. 18,5er. Kennt ihr mittlerweile, die war aber auch schon zur späten Abendstunde. 82 kam für uns nicht in Frage. Wir suchen ja nach Blue Boxen, die kleiner sind als 30 auf dem Minutenchart. Und wir sehen, die Vola war gestern so extrem, dass wir hier keine kleinen Blue Boxen bekommen haben. Schauen wir mal die Vola Boxen, wo waren gestern denn die Vola-Boxen, gestern Nachmittag hier oder frühen Abendstunden, eine sehr schöne. Dann hat er hier sich ein bisschen aufgeschaukelt, aber immer mit dem Mindestabstand von 15 Punkten. Ja, wäre man hier auch sauber rausgekommen. Dann hier am Mittag einmal rein, da raus, so soll es letztendlich sein. Und das sind die Boxen, die wir getradet haben. Auch hier gestern haben wir ein bisschen geschwitzt, weil wir die Boxen auf angepasst gedrückt haben und wollten ein bisschen mehr mitnehmen. Und der Markt hat sich hier auf dem Niveau von 15.100 sehr wohl gefühlt. So, Forecast, wo kommt der Markt rein? 15.293 von hier aus, also 49 Punkte entfernt. Ja, also das können wir nachher sehr gut nutzen. Also 93 zu 78. Und dann gehen wir einmal in den Großwetterbericht rein. Und dazu öffne ich hier nochmal die Charts. Fange ganz unten bei den Kryptos an. Neues Chartfenster. Geh auf Ethereum. So, Zickzack-Linie auf Daily. Stehen kurz wieder vorm All-Time-High. Wir sind bei 4.767 auf 4 Stunden auch long. Stunde long, 30 long, 15 long und 5 Minuten auch long. Da steht alles auf long. Bitcoin auf US-Dollar-Basis 57.000. Und wir sehen hier auch Daily nach wie vor long. 4 Stunden short, Stunde noch short und 30 noch short. 15 krebsen so an dem gleitenden Durchschnitt. 5 Minuten dann long in Bitcoin. Nächster Markt, den wir hier uns anschauen, ist der Dow Jones. Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Long und 5 Minuten auch plus unentschieden. Also Tendenz eher weiterhin auf einen Rückgang. Ja, Zwischenerholungen sind sicherlich normal. S&P 500, Daily sind wir Long. 4 Stunden sind wir short, Stunde sind wir short, 30 sind wir short,
15 Long und 5 Minuten auch Long. Technologiebörse Nasdaq. Daily Long. 4 Stunden plus minus 0 Stunde Long. 30 Long. 15 Long und 5 Minuten auch Long. Öl. Daily Short. 4 Stunden Short. Stunde Short. 30 Short. 15 Long und 5 Minuten auch Long. Erholt sich ein wenig. Und beim Daily hier, wenn wir uns die, da bleibe ich auf Eigennutz mal stehen. Und dann sehen wir, das letzte Tief hier lag bei 61. Wir sind hier unter den gleitenden Durchschnitten auf Daily durchgelaufen. Ja, auch unter den markanten 200er Durchschnitt sind jetzt hier im Öl auf diesen Support-Level, das bei 64,90 liegt. Wenn wir das Bild ein bisschen kleiner machen, ja, dann sehen wir diese Riesenstrecke, die der Ölpreis immer mit einer kleinen Erholung gemacht hat. Aber die Erholung hier sehen wir von hier bis dort, wenn wir das Kästchen nehmen und das mal multiplizieren, dann sehen wir, dass diese Erholung hier schon signifikant größer ist als alle anderen. Der Markt ist natürlich auch kräftiger gestiegen, aber der Druck ist da. Wohin kann der Markt laufen? Und hier ziehen wir nochmal als Unterstützung unsere Fibonacci-Zonen. Und wir hatten ja immer erwähnt, das Minimum ist 38,2. Das wäre dann auch jetzt gestern erreicht, das 38er 2 Retracement. Und jetzt gucken wir, ob der Markt hier dreht oder ob wir nochmal Richtung 50 laufen. Das wäre dann hier eine Unterstützungszone und das wäre dann auch mein Ausstieg. Hier Minimum 61,8 wäre dann nochmal eine Etage tiefer. Das wäre dann, da wären wir im Januar, Bereich, wo wir dieses Jahr gestartet sind. Denn wir sind hier gestartet im Januar, im Februar, um den Preis von 53. Dann waren wir, erinnern uns, bei 85 und jetzt sind wir bei 67. Ja, durchaus denkbar, dass wir hier nochmal die 65 testen und das Tief vom im August. Auch das wäre ein Ausstieg für meine Short-Positionen. Gut, gehen wir weiter auf Gold. Gold Daily sind wir Short und wir gehen jetzt hier mal in die Zickzack-Linienbereich rein. So, Daily Short. Sehen aber auch hier im Tageschart im Gold, dass das eher seitwärts läuft. 4 Stunden Short, Stunde Short 30, Long 15, Long 5 Minuten auch Long. Und der letzte Markt, den wir hier haben, ist der DAX. Gap Up sehen wir hier. Wir sehen die Kurslücke hier oben bei 15.300. Das sollten wir heute mal als Zielmarke 15.320 nochmal in Betracht ziehen. Das ist das Gap. Ihr seht es hier. Und dann haben wir das obere Gap bei 15.900. Ja. Und alle Gaps unten hin sind soweit erstmal abgearbeitet. Ja, und jetzt haben wir das Gap hier von gestern bei 15.100. So, das ist der Forecast. Ich wünsche uns allen ein gutes und gelingen. Wir haben den Wetterbericht besprochen. Wir haben die Boxen platziert und melde mich dann gleich nochmal. Ich wünsche allen ein gutes Gelingen.